Ich wette, das war von Anfang an sein Ziel. Du solltest diese 300 Punkte nicht kriegen. Okay, wo machen wir denn weiter? Wir haben hier, glaube ich, eine Mission mit Colin. Hier ist auch eine mit Colin. Die ist mit Olaf und die ist mit Kit dann. Was meinst du, wo sollen wir weitermachen? Das ist eine gute machen Frage. Werde ich sie eh alle. Gibt's irgendwo was Schönes zu holen jetzt schon mal? Nicht wirklich, ich mache sie sowieso alle. Und die einzige, wo es was zu holen gab, das war die hier mit Olaf, und weil ich damit die hier mit der Fabrik freigeschalten habe, also mit dem Labor, ja. Und dann mit die Titanpanzer mehr oder weniger habe. Ja. Aber wenn du nichts sagst, dann mache ich jetzt einfach hier weiter. Ja, nehmen wir gerade die im Norden. Und schon wieder die Bunkertusse als Gegner. Ach. Eine richtig schöne Map für Colin, auch wenn wir hier einen Laser haben. Laser. Ach ja, Laser. Und wie viel Schaden macht der Laser? 5. Oh. Und zwar egal, was er trifft. Boah. Warum konnten die nicht einfach so einen Laser bei Guild Wars 2 in die Jumping Puzzle reinstellen? Ich meine, wenn er nur 5 Schaden macht. Und nicht die ganze Zeit irgendwelche Scheißfallen, die dich one-hitten. More infantry spam. Ach ja, wie lange hast du eigentlich noch Ferien? Bis zum 6. Ach du Glücklicher. Okay, trifft auch seine eigenen Einheiten. Yep. Das ist schön. Deswegen stelle ich meine Infanterieeinheiten auch alle gerade so hin, dass er sich davon treffen lässt. Ja. Zum Glück hat er nicht den Knight Rider Buff. Und weil ich keine Lust habe, das zu erklären, diejenigen, die sich jetzt fragen, was zur Welt der Knight Rider Buff ist, guckt euch Barlos Klassenguides an. Da werdet ihr das erfahren. Das ist beim Hexer. Ja. Yep. So, und da wir jetzt mal... Jetzt müssen wir eigentlich Balo anschreiben. Hey, hier, Balo, wir haben dich als Product Placement. Überweis uns mal Geld. Aber hier auf die Patient können wir verzichten. Das ist ja super, wie das hier läuft. Oh. Auf die Infanterieeinheit ist... Die ist mir jetzt egal. Den kriege ich damit weg. Sein anderer Panzer geht dieses selbst down. Ach, nee. Kaputt gehen tun sie nicht, von dem die also, gehen auf 1 runter, wenn sie schon unter 5 sind. Na dann. Also hat doch einer von denen den Knight Rider Buff. Okay. Ich würde den Laser reklamieren, ganz ehrlich. Den hat sie selbst gebaut. Shame on you. Ich meine, ein Laser, der es nicht schafft, etwas zu töten.
Damit kannst du dir zwar eine 3 in der Schule, im Physikunterricht holen, aber das hat auf dem Schachfeld nichts verloren. Und ich komme mir gerade vor, als ob ich so ein Jurymitglied von so einer gloriosen Sendung wie Germany's Next Top Laser bin. Was? Ihr Laser steht nicht auf einem Velociraptoren? Und jetzt hätte ich gerne einen Laser-Velociraptor. Und Kuchen. Es ist so schön, dass bei Colin alles 20% billiger ist. Ja. Mir immer, wie es sein kann, dass dieser Laser jetzt nicht mehr dazu imstande ist, diesen einen einzigen Soldaten da zu töten. Fuck Logic. Ja. Komm, die eine Infanterieeinheit ist mir jetzt auch egal, da das bietet sich da unten gerade so sehr an, da die Raketen reinzuwerfen. Du zerstörst mehr, als du verlierst. Wesentlich, ja. Und nächste Rakete. Die Raketen sind genauso fehlerhafte Waren. Es ist verdammt nochmal Krieg. Die Raketen unterscheiden nicht zwischen Freund und Feind. Nein, ich meine fehlerhafte Ware, weil sie auch nicht, obwohl sie dauerhaft konstant 3 Schaden machen, eine Einheit, die aus 3 besteht, zu vernichten. Das meine ich mit fehlerhaft. Kann ich einen Jagdpanzer? Ach nee, will ich nicht. Oben noch fertig besetzen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Bitte. Den stellen wir dahin. Und dann sind wir fertig. Die Panzer mit den Luftabwehrgeschützen werden von der Lufteinheit zerstört. Ja, Missiles sind ja auch nie wirklich gut. Deswegen baue ich die ja eigentlich nie. Ja. Oder zumindest nur, wenn sie sich mal wirklich in der Mission richtig gut anbieten.
Oh hey, wir sind gleich bei 33 Minuten. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass es mehr als eine Folge ist. Ach, bis 30 Minuten schneide ich die in Advance, was immer. Achso. Das wäre dann für eine Mission und wir sind jetzt eh schon bei der zweiten für heute. Das ist auch schon die dritte Mission. Ja, stimmt, das ist schon die dritte. Die mit, wir haben uns die Titanenpanzer geholt, dann die mit Kit und jetzt die hier. Ich glaube, das wird wieder zwei Missionen für eine Folge. Ja, die ersten beiden. Da hatten wir dann am Ende, Hans, etwas mehr als 20 Minuten. Ein bisschen mehr. Ja, 20 Minuten für eine Folge ist noch locker drin. Mhm. Gut, die Missionen hier sind auch nicht sonderlich schwer. Und da ist sie, die glorreiche Brotmaschine. Warum erinnere mich einfach nur der ihre Einheiten an irgendwelche total bescheuerten Sachen? Es waren letztens Gummienten. Es waren die Helme von Kylo Ren aus dem neuen Star Wars Film. Es waren Big Daddies. Aber am geilsten waren immer noch die Gummienten. Und die Todesbälle der Zerstörung, die immer gleich aussehen. Okay, das war interessant. Hm, was? Ich habe gerade mit einem Teelicht meine Zigarette ausgemacht und als ich die in das in Wachs getunkt habe, hat die ganze Zigarette angefangen zu brennen, weil heißer Wachs und so. Hm. Ja. Aber sie ist ausgegangen. Okay. Also Kinder, spielt nicht mit Feuer. Außer ihr habt Spaß dran. Ja, außer ihr habt Spaß dran. Ich kann auch nicht, falls irgendeiner der Zuschauer so ist wie ich, dem verbieten, mit Feuer zu spielen. Aber denkt dran, es macht Aua. Solange die Flak-Einheit da hinten nicht raus kann, ist sie auf dem Kopter nicht gefährlich. Ja. Und kommt der da auch hin? Ja. Block mal die Basis mit dem Panzer. Hey, Produktionsblock. Bei uns in der Firma heißt das Freitag. Weil Colin das ganze Zeug ja immer so schön günstig kriegt. Oh.
hoffen wir mal, dass er sich davon nicht bücken muss. Weil dann wäre es nicht so günstig, wie wir dachten. Und jetzt muss ich wieder an Barlos Kochstudio denken. Unsere Inquisitoren mussten sich tief bücken. ja. Ach komm, wenn wir den schon da haben. Was soll der Geiz? Und was sagt der Comic noch dazu, dass sich die Inquisitoren so tief bücken mussten? Es war ein wunderschöner Anblick. So. Ja. Seine Basen sind allesamt blockiert. Die Basis gehört, da oben gehört jetzt niemanden, aber das ist jetzt auch egal. Ich meine, ich habe eh so gut wie gewonnen hier. Ja. Das Geld gewinnt einfach. Mhm. Screw the rules, I have money. I have money, bitch. Bin nicht sicher, ob ich überhaupt irgendwas. Wobei ich habe ein paar Infanterieeinheiten verloren, da ist das schon gerechtfertigt, dass ich hier noch ein bisschen rausspamme. Hm. Spezialgabe, yay. Jetzt kommt sie nochmal mit so einem Bitch-Move daher. Hm. Der aber auch nichts mehr bringt. Ja. Bringt dir der doppelte Deckungsbonus nicht wirklich was, wie ich gesagt habe. Hm. Lufteinheiten haben sowieso keine. Mhm. It's a flying bread. Aber komm, die ihre Sachen sehen echt verdammt komisch aus. Dieser scheiß Transport-Heli sieht aus wie ein fliegendes Brot. Wenn es so weitergeht, kriege ich noch Hunger. Oha, was habt ihr da noch einen Jäger gebaut? Hol ihn runter. Kann ich gar nicht. Hab keine eigenen Jäger und... Und so überlebt ihr einen Bombenanschlag. Einfach stehen bleiben. Und hoffen, dass die vier Kumpels neben euch sterben. Ja. Also einer von euch fünf wird überleben. Aber auch nur, wenn er auf der Ebene steht, auf der Straße, seid ihr verratzt. Mhm. Ja. Damit mir der Jäger jetzt nichts mehr runterschießt. Einfach mal einkesseln. Es ist ein fucking Jet und der kann nicht über die Panzer fliegen. Nö, geht nicht. Das sind die Spielregeln. Die muss sich jeder halten. Es ist zwar Krieg, aber wir halten uns an die Spielregeln. Das hat er noch ein Heli gebaut. Ist mir jetzt auch schon egal. Und Basis besetzt. Yay. Und 42 Minuten.
43 Minuten. Ja, da ist noch ein bisschen was drin heute. Mhm.